Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Tech Up. Ich bin hier mitten in der Wüste im Moment, weil ich im Moment was versucht habe, nämlich Dennis Eis. Das, wo ich letztens gesucht habe. Ich habe da mal eine von meinen Bienen dahingestellt. Und ja, weil. Aber bei die erste hat nicht funktioniert. Die hat eine Noble gegeben, die habe ich dann irgendwo hier reingeknallt. Ich glaube hier, ja, da, wie auch immer. Und jetzt probiere ich es nochmal. Jetzt habe ich inzwischen eine Cultivated Only dorthin gekriegt. Also die nur kultiviert ist, wie auch immer. Und inzwischen haben wir hier wieder 20 Scrap. Ich finde das lustig. Ich habe eben mal so. Warum bringt das 10 Stück? Irgendwie ist das ein bisschen verbuggt. So, ich habe einfach mal Lust, hier random irgendwelche Sachen erstellen zu lassen. Wow! Man kriegt das so ins Inventar zugespammt. Für Tin Cans. Man sieht schon, das bringt nicht sonderlich viel zum Essen. Aber man kriegt immer den gleichen Müll. So ziemlich, also ziemlich ähnlichen Müll. Manchmal kriegt man ein bisschen was Besseres, aber hauptsächlich Junk. Den kein Mensch braucht. Dann tue ich nochmal meine zweite Tin Can dazu. Man sieht ja, ich habe das vorhin schon mal gemacht in die Richtung. Ich glaube, es lohnt sich wirklich am meisten, den Mass Fabricator zu tun. Und dann einfach zu starten. Wie sieht's hier aus? Passt. 2, 1 noch. 5, 4, 3, 2, 1 und aus. 52%. Okay. Ja, hier kommen immer noch fleißig welche rein. Wie sieht's denn hier mit meinem Cobblestone aus? Oh. Da ist zu viel Erde gewesen. Das heißt, wir dürften inzwischen hier auch wieder Erde haben, die da verbrannt wird. Naja. Habe ich jetzt dann alles Wichtige gesagt, was ich gemacht habe zwischenzeitlich? Ich glaube schon. Oder fällt mir jetzt gerade noch was ein? Nö, es hat halt nicht funktioniert. Oh, was ist da los? Oh, irgendwie funktioniert mein Abpumpen nicht mehr. Oh, ich denke, ich habe meine Redstone Torch hier von irgendwann ausgeschaltet. RS Torch, bitte. Oh, man verbraucht so viel Nahrungsmittel. Ich habe inzwischen hier schon wieder die Hälfte verbraucht von. Oder jetzt wieder bei mir dabei. Ach, ich muss da oben unbedingt mehr Power produzieren. Im Moment habe ich, glaube ich, ein Dreier. Ein Dreier-Set, danke. Abpumpen bitte. Danke. Jetzt wird das auch sofort gedrained. Das ist das Coole, wenn man schaut, wie schnell das Zeugs abfließt. Die Valve-Pipes sind da ideal für. Das kann man einfach nur sagen, die sind super. Man kann so schnell das nicht abpumpen. Und es wird natürlich langsam voll. Aber unsere Quarry läuft gut, deshalb, ja, theoretisch könnte ich noch einen weiteren, könnte ich das hier rüber erweitern oder Redstone Torch irgendwo anders hinbauen. Drunter zum Beispiel. Und dann das gleiche nochmal hier drüber bauen. Ich überlege auch, ob ich das nicht mache. Also nochmal ein Combustion Engine, dass ich dann zwei Stück habe. Wäre natürlich eine Frage. Hier, das ist inzwischen randvoll. Hier ist ja auch schon gut hochgelaufen. Das läuft auch noch hin hervorragend. Der Rain Tank produziert immer noch unsere Honey-Sachen. Haben wir irgendwas, was uns fehlt? Die 6 mal nehmen und nochmal da reinhauen. Ich könnte jetzt nochmal schauen, wie es meiner Pflanze geht, aber ich glaube, wir sollten eigentlich mehr uns darum kümmern, dass wir langsam mal was mit unserem Zeugs machen. Und zwar mit unseren Pilzen. Mit Pilzen meine ich natürlich. Nicht mit unseren Pilzen, sondern mit den Pilzen. Und zwar brauche ich dafür, wie gesagt, einmal 4 Gold. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4. Übrigens, Kondenser war das, was ich letztes Mal gesucht habe als Wort. Okay, 4, 4. Okay, damit dürfte das wieder passen. Jetzt habe ich alles, glaube ich, was ich brauche. 1, 2, 3, 4. Wir wissen doch schon, wie man Arboretum macht. Dazu brauchen wir jetzt erstmal die ganzen Materialien. Boom, danke. Fliegt mir nur alle ins Gesicht. 16 passt. 1, 2 bitte. Dann einmal Arboretum und einmal Logger. Und jetzt habe ich gesagt, ich brauche einmal. Nicht Combine, sondern wie heißt's? A, B, C, Mushroom.
Genau. Mushroom Farm. Pilze, zwei verschiedene Arten und Glas. Und das wird das gleiche wahrscheinlich auch hier sein. Okay. Das heißt einfach nur Pilze und Glas. Halt, ich habe doch genügend Pilze. Pilz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zweimal. Und dann kann ich die Sachen ja kombinieren. Da kommen meine Pilze. Danke für die vier Pilze. Danke für die vier Pilze. Wo bleibt mein Glas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles da. Perfekt. Ich platziere jetzt erstmal meine Pilze. Halb hier. Halb hier. Und dann natürlich schön verteilen. Mit dem Logger. Und mit dem Mushroom Farm. Okay, als nächstes brauche ich zwei weitere von den Peatfire Engines. Drei von denen. Und dann brauche ich Lapis, Lazulis. Habe ich noch welche hier in meinem Crafter drin? Ich verschwende natürlich jetzt mal wieder massig Ressourcen, aber kümmert mich nicht. Eins, zwei, drei. Dann brauche ich voraussichtlich einmal eine Iron Pipe. Und dann einfach mal 30. Und wie wär's mit zwei von drei von denen? Ja, ich muss das nämlich unterirdisch bauen. Ich weiß gar nicht, wie tief unterirdisch ich mache. Ach nein, das ist halt was, was nur nachts wächst. Wenn ich es überirdisch mache, wenn ich es unterirdisch mache, könnte es halt immer wachsen. Ich glaube, oberirdisch ist sinnvoller. Ja, ich glaube, ich mache das oberirdisch. Habe ich jetzt alles? Ja, theoretisch schon. Jetzt muss ich nur noch meinen Nano-Saber lasse ich da drin, meinen Mining Laser auch. Das ist einfach cool. Statt mit Spitzhacke, Schaufel und Schwert läuft man hier mit Mining, mit, wie heißt es, Diamond Drill, Mining Laser und Nano-Saber rum. Das ist einfach genial. Okay, ich würde sagen, das hier ist mein 4, Can Receive True. Sehr gut. Jetzt muss ich nur irgendwo einen schönen Platz aussuchen. Wie wär's denn mit hinter meinem Haus? Ich kann ja. Das Coole ist ja, dass ich die ganzen Sachen anfordern kann. Alles, was mich stört, kann ich einfach anfordern. Okay. Eins und zwei und drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und ich habe natürlich wieder was vergessen. Einmal das hier. Einmal Supplier. Ist jetzt wurscht, was ich da habe. Einen bitte nur. Den hier, Can Receive True, bitte einmal. Dirt rausnehmen und meinen Requester holen. Ich bräuchte bitte zwei Redstone Torches. Okay, wie sieht's bei mir überhaupt im Inventar aus? 2k Dirt, 800 Stein. Mir geht irgendwann der Stein aus. Kupfererz. Ich muss demnächst mal schauen, dass ich auch alles hab. Danke. Passt. Also kann ich jetzt wieder meine Redstone Torches platzieren. Wie jedes Mal, kennt man ja. Und ich habe natürlich wieder was vergessen, aber das kann ich natürlich auch etwas angenehmer anfordern dieses Mal. Eins und zwei. Bitte umdrehen. Jetzt brauche ich zwei Supplier. Eins, zwei. Dritter Supplier. Die werden verbunden mit meinem 4er, Can Receive True. Jetzt, was braucht der? Der braucht Mycelium und Pilze. Ich werde einfach normale braune Pilze nehmen. Okay. Brauner Pilz. Kann ich dem mal sagen, dass der hier bitte immer 5 Stück. 10 Stück, okay. Wie viel habe ich in meinem System eigentlich drin? Keine Ahnung, aber das werde ich gleich wissen. Champignons. 7 habe ich nur. Dann sage ich trotzdem 7 anfordern, bitte. Die werden dann automatisch hier reingehen. Und dann sage ich auch mein Mycelium. Ich hole mir jetzt einfach 7 Stück. Okay, dann kann ich dem nämlich sagen: Hey, versuch das doch mal bitte mal auf 30 oder auf 20 hoch zu stocken. Genau, 20 ist in Ordnung. Okay, dann brauche ich hier auch gleich mal ein bisschen Peat. Ein Stück reicht für den Moment. Gleich sollte da auch Peat rausfliegen aus dem System hier.
Irgendwo. Hat er das jetzt tatsächlich da reingekriegt? Nö. Da, es ist daraus dahinter geschossen. Okay. Dann bräuchte ich bitte 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und hier das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und den kann ich ja schon mal da rein tun währenddessen. Okay, nachdem wir das jetzt haben, das produziert übrigens Erde. Wir wissen ja, nein, wir brauchen Samen dafür, okay. Das Teil hier wird sagen: Hey, du gehst bitte in den Einser. Can receive false. Okay, das dürfte theoretisch alles sein, was ich aufsetzen muss. Ich starte jetzt mal noch ein bisschen mehr hier in der Umgebung, dass ich dem noch mal ein paar Pilze mehr gebe, als ich habe oder vorher hatte. Weil wir werden ja sowieso die ganzen Pilze produzieren. Ich finde es einfach cool, so eine Pilzfarm zu haben. Ah, es wird automatisch gereinigt hier unten. Das sieht man anhand dessen, dass die Dinge hier weg sind. Und natürlich machen wir dasselbe wie bei dem anderen auch vorhin. Hoch und wie beim letzten Mal. So, passt. Den würde ich auch gern anzünden, den Baum. Okay, wenn halt nicht, dann eben nicht. Dann hilft's auch nichts. Oh, mein Mining Laser nimmt Schaden, ne? Okay. Hier brennt's schön. Kannst du bitte das mal ein bisschen wegmachen oder einfach mal anzünden? Geht natürlich nicht. Schade. Okay, ich würde fast sagen, wir sollten uns mal lieber nach hinten zurückziehen dafür und dann weitermachen, dann beim nächsten Mal weitermachen. Nicht beim nächsten Mal, sondern am nächsten Tag hier. Weil das dann doch sinnvoll ist. Und ich glaube, während es sich aufbaut. Ich hoffe nur, dass meine Mycelium-Produktion weiterhin funktioniert. Es ist halt immer ein bisschen kritisch, das zu sehen, ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht, weil halt eben. Tut mir leid, aber du hast da gerade ein bisschen blöd geschaut. Du hast mich blöd angeschaut, deshalb musst du sterben. Tut mir echt leid. Produktion klappt schon, aber ich muss halt regelmäßig nachschauen, dass es wieder passt mit den Samen. Und ja, das sieht fast so aus wie so ein bisschen wie ein Grab. Stimmt, ich wollte eigentlich was Bestimmtes bauen. Das machen wir bald. Was ganz Besonderes. Seid schon mal gespannt, was es sein wird. Mycelium, Iron Transport Pipe, das Zeugs, Erde. Und das hier. Das hier und das hier. Flachsamen habe ich, glaube ich, noch nicht beigebracht. Da, jetzt hat er's. Jetzt kennt er das auch. Müllhalde. Acht Mycelium. Stimmt, wie sieht es jetzt eigentlich aus bei meiner Mycelium-Produktion? Bis jetzt hat er noch nicht. Oh, ja, doch, er platziert Mycelium. Stimmt, ich sehe es ja. Er platziert schon fleißig. Ich bin mal gespannt, wie schnell das dauert. Wie lange das dauert, bis die Gegenproduktion losläuft. Bis wieder ein neues Mycelium kommt, meine ich. Und ich denke, ich sollte hier auf Partial Requests gehen. Das ist, glaube ich, die kompakteste Version, wie man so eine Farm hier aufbauen kann. Vielleicht kann ich das auch direkt dran machen, aber das ist so sinnvoller und das sieht so komisch aus so. Das mache ich so drauf und sage hier 1. Can receive false. Weil das ist ja unser Autosorter. Und der wird das schon hinkriegen. Und wenn das Mycelium ausgegangen ist, beginnt er die Pilze zu pflanzen. Für Pilze ist es notwendig, dass es Nacht ist. Das heißt, wir müssen hier auch mal nachts laufen lassen. Und wir haben schon wieder nichts mehr in der Hungerleiste. Das würde ich mich hassen, wenn da irgendwas wäre wieder. Ich denke, wir sollten mal zurückkehren für einen Moment. Hier, das passt. Das ist bald voll. Dann muss ich mir was überlegen. 54 Scrap. 62, zwei Stück bitte noch. Und dann muss ich die Maschine mal wieder laufen lassen. Das ist so cool. Einfach mal mit Stein supplyen, so viel wie geht. Wir wollen uns mal ein bisschen um die Biene kümmern, die da hinten ist. Ich denke, wir sollten nämlich in der Lage sein, Frozen Cooms zu kriegen. Und mir ist aufgefallen, wir haben sogar Stringy Cooms irgendwo. Oder wie heißt denn das auf Deutsch eigentlich? Waben. Genau. Spinnen. Nicht Spinnenwaben, Bienenwaben. Waben.
Coom. Ich bin einfach mehr der Fan von Coom als von Dings. Cultivated Princess mit Cultivated Drone. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, die hier zu kreuzen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich habe einfach nur versucht, ob das hinhaut und es scheint nicht so zu funktionieren, wie ich gehofft hatte. Naja, hilft nichts, da müssen wir weitermachen. Yeah, lecker, lecker. Kann man leider nicht essen. Würde ich auch nicht essen, da ist ja noch viel zu viel Wachs und so ein Zeugs dran. Oh. Aber es ist cool. Ich finde das ganze Bienensystem cool. Sobald wir Propolis in größeren Mengen haben, können wir auch unsere Bienenproduktion automatisieren. Dass wir dann wirklich unendlich Supply von dem ganzen Zeug haben. Und dass die dann automatisch gekreuzt werden. Sowas Nobles. Wo sind meine Stringy Cooms gewesen? Hier. Cultivated Princess. Ich bräuchte bitte Diligent. Einmal Diligent, bitte. Diligent. Möb. Leider nicht. Kein Glück. Was produziert der? Werden wir gleich sehen. Das Zeugs kennen wir ja schon. Und deshalb werde ich das auch gleich mal einlagern. Ich könnte es natürlich auch extrahieren, wenn ich wollen würde. Wie sieht's denn aus mit Cobblestone? Oh, wir verbrauchen wirklich gute Mengen an Cobblestone. Ah, okay, das lässt sich da nicht reintun. Okay, ich lasse es einfach mal ein bisschen laufen. Das verbraucht zwar hier. Die Maschine ist sowas von saumäßig laut. 63, 64, 65, so. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis wir da was draus machen können. Man schaut, wie sich das verbraucht. Hier, das geht die ganze Zeit runter. Das gleicht natürlich das aus, was der hier raushaut, weil der versorgt die anderen Maschinen gleich mit. Jetzt wäre natürlich diese andere Version sinnvoller. Keine Ahnung, ach egal. Und wir haben unser erstes Stück UU Matter. Use. Stein, Glas, Erde, Sand, Lava, Feuer. Kriegt man die normalen, die Source Blocks, wenn man die gern platziert. Golderz, Eisenerz. Da gibt es so viele coole Sachen. Oder Lianen, wenn man sein Haus gern mit Lianen überhängt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt machen würde. Diamanten sind eher eine Verschwendung von dem Zeugs. Federn, Schneebälle, Lehm. Kakaobohnen sind vielleicht interessant. Weil ich die noch nicht so unbedingt bekommen kann. Sticky Resin, Iridium. Das ist das wichtigste Rezept. Und Mycelium. Und Zinn, okay. Aber das Interessanteste ist das Rezept hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die kann man in vier Stück von denen kann man zu einer Iridiumplatte machen. Use für Quantum Suit Body Armor. Oh, die brauchen ja viel, viel weniger. Die brauchen nur noch ein Stück. Bis vor kurzem haben die nämlich vier Stück, fünf Stücke, sechs Stücke, fünf Stücke, glaube ich, gebraucht. So ungefähr. Okay, dafür brauchen wir halt Nanosuit-Sachen massenhaft. Lepetron Crystal. Die können übrigens auch nur in einem MFSU aufgeladen werden, von dem wir noch keinen einzigen gebaut haben. Wie sieht's aus mit Energie? Haut noch gut hin. In der Zwischenzeit haben wir nochmal fünf weitere Scraps gekriegt. Der haut ihn natürlich viel schneller raus, als ich die verwenden kann. Ja, ich kann jetzt schon Zeugs herstellen damit. Holz. Das ist aber eine Verschwendung, das für irgendwas anderes als Iridium herzustellen, zu nutzen. Aber wenn man wirklich nur noch eins braucht, dann haben wir ja ziemlich bald keine Nahrungsprobleme mehr. Hahaha. Wir brauchen nur noch ein paar Diamanten vorher. Oh, ausschalten. Es lohnt sich jetzt nicht mehr, das laufen zu haben. Okay, dann brauche ich. Ach ja, genau. Wir brauchen viele Sachen. Wie wär's denn zum Beispiel mit vier von denen hier? Passt. Und einem von denen hier. Und ein bisschen Redstone. Eins, zwei, drei, vier. Und ein paar Diamanten. Brauche ich mal bitte. Boah, da ist ja gar nichts drin gewesen. Ein paar Diamanten, so ungefähr vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Für einen Augenblick. Und dann. Was will man damit herstellen? Och, ich habe keine Ahnung.
Wie wäre es denn zum Beispiel mit 1, 2, 3, 4 und einem MFE? Das klingt doch gut, oder? Advanced Machine Block, Advanced Dings. Okay, Advanced Machine Block heißt Machine Block und zwei von denen. Dann brauche ich noch das hier. 1, 2. Dann brauche ich zwei Circuits. Und dann brauche ich Lapis Lazulis. Zwei Stück, vier Stück. Und Redstone. Acht Stück. Oh, Moment. Das ist etwas zu wenig, was ich im Moment habe. Singularity Compressor, bitte komprimier mal die Sachen hier. Sehr gut. Advanced Alloys. Wir können mal einen Advanced Machine Block bauen. Was ich haben will, ist Use. Advanced Machine Block nach unten. Okay. Use. Dann brauche ich einen Advanced Circuit. Normaler Circuit, habe ich den schon? Ja. Ich habe zwei, weshalb ich auch immer zwei gebaut habe. Ich werde sie sowieso später nutzen. Jetzt brauche ich noch Glowstone Dust. Es ist übrigens egal, in welcher Reihenfolge man die beiden Redstone und Glowstone nimmt. Dings nimmt. Egal. Ich bin im Moment zu blöd zum Sprechen. Okay, jetzt bräuchte ich eigentlich nochmal Diamanten. Vier Stück so ungefähr. Eins, zwei, drei, vier. Sechs Stück meine ich nicht, vier. Sechs kleine Diamanten wollten wir heute zu Sushi essen gehen. Ja, Electronic Circuit werde ich viele brauchen. Sechs Stück, um genau zu sein. Das heißt noch fünf weitere. So, drei. Drei Stück habe ich. Das reicht noch lang nicht. Heißt, ich muss natürlich mal wieder wenig Refined Iron herstellen. Warum habe ich so viel EMCs gehabt? Keine Ahnung. So, bitte das einmal machen. Neun Stück ist gut. Die mal dort reinhauen. Oh, es wird dunkel, das heißt, unsere Energie wird schneller gedrained, als wir wieder neue kriegen, weil wir dann keinen Nachschub kriegen. Dann tue ich mal hier wieder ein bisschen auffüllen. Und wie sieht's hier aus? 62 Stück, sehr schön. Wie viel brauche ich noch an? Nicht, die drei Circuits sind gut. Drei, das heißt, ich brauche nochmal drei Stück. Moment, Moment. Noch viel mehr. Die drei, damit habe ich drei. Das heißt, ich brauche nochmal sechs Stück. Okay. Inzwischen haben wir alles, was wir brauchen. Oh, unser ganzes Rubber ist aufgebraucht. Upsi. Jetzt brauche ich natürlich nochmal Diamanten. Diad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 i
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4. Okay, ich brauche noch mehr. 1, 2, 3, 4. Und dann brauchen wir noch ein paar. 5, 6, 5. Das heißt, ich muss mal ganz kurz. Okay, jetzt brauche ich noch mal 5 von denen. Andersrum, hier rein bitte, während ich den mal da raushol. 4 Stück. Oh nein, wie viel habe ich gesagt? 3 Stück, oder? Nein, 5 Stück habe ich gesagt, genau. Wow, so viel Materialkosten. Utopisch. Jetzt brauche ich nur noch. Das kann ich doch noch. Okay, das will nicht noch höher rein. Weil die kann ich nämlich hier schon mal reinstecken, dann brauche ich nur noch einen Platz. Das heißt, ich brauche nur noch einen Diamanten. Einen lahmen Diamanten. Ich werde jetzt das Material aber trotzdem dort verheizen, weil ich das einfach hier mehr brauchen kann im Moment. Komm schon, bitte ein bisschen mehr Power noch. Es kann doch nicht so schwer sein. Und ich habe die ganze Zeit Energie rausgehauen ohne Ende. Das sind 12. 11. Okay, egal. Habe ich halt einmal Yuyu Matter mehr. Ich freue mich schon, sobald wir endlich das haben, was wir brauchen. Iron Dust, genau. Einmal verbrennen, bitte. Mitnehmen. Danke. Einmal Diamant. Diamant in Redstone hüllen. Diamant gehüllter Redstone reinsetzen. Diamant gesetzte Redstone reinholen. Wir kriegen den MFSU. Das ist genial. Und wir müssen den ausschalten, weil sonst geht uns nämlich die Gesamtenergie aus. Der wird natürlich versuchen, das wieder voll zu machen, aber das passt schon. 4 Yuyu Matters. 7 Stück brauchen wir ja nur. Für ein einziges Stück Dings. Ich brauche mal irgendwo den MFSU. Ich schätze, ich den hierhin platziere. Der hat keine. Der wird einfach nur aufgeladen mit der Energie, die der ja liefert. Solange der die anderen Maschinen mitpowert, das ist wurscht. Im Moment, verkehrt. Ich wollte ja keine Energie raushauen. Gut, jetzt haben wir alles Wichtige, oder? Fehlt mir noch irgendwas? Irgendwelche Komponenten, die mir unbedingt fehlen? Im Überlegen im Moment denke ich nicht. Oh, nochmal zwei Kupfer. Hier irgendwas, das sich anstaut? Nö. Dann haben wir doch fast alles, was wir brauchen. Eins und zwei. Da rein, bitte. Okay, was brauchen wir als nächstes? Oh, ich könnte mal meine Sachen lagern. Cultivated Only Drones und Cultivated Nobles. Boah, wie viele coole Sachen hier sind. Stimmt, wir wollten unsere Pilzfarm anschauen. Die sollte auch inzwischen relativ weit sein, schätze ich. Auch wenn hier irgendwo Zombies rumgurken. Das ist mir jetzt egal. Dann schauen wir mal. Hier sieht es doch gut aus. Ah ja, es ist ja nicht nachgewiesen bis jetzt. Ich werde jetzt mal einfach das beschleunigen, indem ich mir einmal an die Stelle hier bitte Bone Meal hole. 5 Bone Meal bitte. Kann ich bitte haben? Normalerweise, wahrscheinlich wird das wieder durch das Gerät durchschießen. Ja. Schießt es einfach so durch. Okay. 5 Stück. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel besag. Ui! Die werden ja aber auch deutlich weniger groß als die normalen. Fällt mir nur so auf. Und theoretisch sollten die jetzt auch abgebaut werden. Nur so als Theorie. Ah, okay. Man sieht, die werden abgebaut von unten nach oben. Cool, oder? Und dann wird da eventuell Pilz produziert. Eventuell oder sicher, das kann ich nicht sagen. Boah, warum funktioniert die Mycelium-Produktion wieder nicht, oder? Partial Requests funktionieren theoretisch. Ah, okay, jetzt beginnt er das auch hier abzureißen, wenn ich mir das anschaue. Woop. Von den Pilzen ist langsam nichts mehr übrig. Schade. War so schön mit euch. Tut mir echt leid, aber
Ihr seid leider aufgearbeitet worden. Eins und nochmal eins weg, bitte. Danke. Damit ist mein Bone Meal weg. Ich finde das nur cool. Wir werden schauen, dass das hier alles zu Mycelium wird. Hoffentlich ziemlich bald. Ich könnte natürlich, kann ich das beschleunigen, aber das will ich nicht. Da fehlt einfach dann der Spaß dran. Ah, wir haben keinen Weizen mehr. Warum wird da kein Weizen reingeliefert? Warum wird hier kein Weizen geliefert, bitte? Items to provide. Das sollte hier normalerweise 5 Weizen immer drin sein. Das wundert mich. Wo ist der Weizen? Oder habe ich keine Lieferung von Weizen aus irgendeinem Grund? Mal nachschauen. Früher war das so cool, da konnte man Automaten bauen, die das komplett. Ich habe keinen Weizen. Au, ouch. Das ist unangenehm. So, die 44 Äpfel und die 60 Saplings. Die Saplings kann ich ja mal verfeuern. Und die Äpfel genauso. Wir wollen nämlich mal schauen, dass wir. Wie viel haben wir? 26 Scrap, das ist doch schon was. Ich könnte natürlich den hier austauschen durch den hier, durch den MFSU. Boah, ich brauche unbedingt mal ein paar mehr Generatoren, das ist ja lahm ohne Ende. Dazu brauche ich Crafting Table. Wie viel. Als erstes brauche ich einen Generator. Dann brauche ich einmal Generator. Das heißt, einmal das, einmal das. Dann brauche ich Coal Dust, den kann ich selbst, muss ich selbst produzieren im Moment noch. Da kümmere ich mich irgendwann mal anders drum. Dann brauche ich ein Furnace für den Generator. Warum hat er jetzt, was hat er jetzt requested? Hat er da schon Holz requested oder? Bin mal gespannt, was er mir jetzt gleich liefert. Ah, doch, passt. Okay. Furnace, Maschinenblock, Batterie. Habe ich schon alles. Dann brauche ich Circuit. Ah ja, dann, ja genau, eins brauche ich noch. Und damit brauche ich dann drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs von denen. Leuchtsteinstaub ist immer gern gesehen. Wow, 9 Scrap. 34 Stück, sobald ich auf 64 bin, muss ich das fast wieder einsetzen. Provider, nein, Crafting, Crafting, Crafting. Danke. Wir freuen uns über jede Lieferung. Okay, als erstes brauche ich mal bitte 8 von denen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sollte da theoretisch rauspoppen dann. Kann ich die nämlich da verwenden. Was brauche ich dann? Einen Maschinenblock. Eine Batterie. Oh, Batterie fehlt mir das Zinn dafür. Okay. Furnace. Nicht ganz grundlos, wir werden das noch öfters brauchen. Portieren. Dann Maschinenblock, dann brauche ich einmal Furnace, bitte. Ach ja, funktioniert der nicht? Ein Ofen? Wenn ich das an der requeste, funktioniert das nicht. Das ist damit, dass man eine Provider Pipe das requesten kann, wo selbst normalerweise liefern würde. Damit kann man das in irgendein System bringen. Okay, danke. Den hier drunter und dann muss ich Zinn in mein System reinschmeißen. Das ist kein Problem. Kein großes Problem. Wir haben ja massenhaft Zinn und deshalb. Zwei Stacks sollten genügen für den Augenblick. Ich werde später natürlich hoffentlich auf Query-Ergebnisse rauslaufen können. Nicht erstmal wieder, während ich schlaf. Ich habe natürlich nicht dran gedacht, dass meine Mycelium-Produktion dadurch nicht funktioniert. Doch, Mycelium schon, aber die andere Produktion nicht, aber die ist auch egal. Halt, das hätte ich gerne jetzt nach unten, damit ich die besser sortieren kann. Oh, wir haben zwei Eisenerz gekriegt. Sonst noch irgendwas hier, irgendwas drin, das sich anstaut? Nö. Fehlt, was muss ich machen? Zwei von denen mal da rausnehmen und dort reinschmeißen? Stimmt, ich wollte eine Batterie haben. Eine Batterie bitte.
Eine Batterie bitte. Wo waren Batterien? Da war Batterie. Und dann muss ich eigentlich mal einen Stack Kohle. Ja, das mache ich mal gleich. Sonst vergesse ich das oder es ist zu spät. Okay, die 40 brauche ich nicht. Aber die 64. Oh, der kann gar nicht richtig an Energie aufbauen. Interessant. Komisch. Ah, ja, natürlich, mein MFS hat das ja gedrosselt. MFSU. Meine ich natürlich. Batterie, danke für die Batterie. Wenn ich die Batterie noch dazu tue, habe ich einen Generator. Das kennt er ja schon. Okay. Da oben drauf, bitte. Und lernen. Danke. Wenn ich jetzt mal einen Generator anfordere, zum Beispiel, ich werde jetzt hier mal einmal bitte einen Generator. Zwei von denen. Drei von denen meine ich und zwei von denen. Mir fehlt Rubber. Das ist immer das größte Problem. Einmal braucht man Rubber und dann ist es nicht mehr da. Einmal Sticky Resin extrahieren, bitte. Den Recycler werde ich mal drosseln. Und stattdessen das hier boosten. Komm, 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 komm. Und der hat auch bald alles produziert, was ich produzieren muss. Da muss ich 1, 2, 3 die mitnehmen und den Rest schmeiße ich in mein Lagerungssystem. Und zwar, das ist IC-Stuff. 1, 2, 3, dorthin bitte. Okay, jetzt kann ich das nämlich anfordern. Ich werde das ja, wie gesagt, irgendwann automatisieren, aber dazu muss ich noch ein bisschen was machen. Okay, jetzt brauche ich hier mal 1, 2, 3. Wo sind meine ganzen anderen Sachen hin? Ah ja, stimmt, ich habe ja die Sachen entweder im Inventar gehabt oder keine Ahnung, wo das ist. Drei bitte. Ein Generator. Warum ist denn... Ah, stimmt, ja, ich habe das hier in die Kiste angefordert. Das ist das Gute, weil da habe ich es nämlich gleich wieder rausholen können. Eins, zwei, drei. Generator drunter. Bald können wir automatisch die Dinger herstellen. Ich freue mich schon, sobald es soweit ist. Okay, der ist noch am fluktuieren. Und der kriegt da auch drauf. Weil der so viel Energie raushaut. Den bringt ja nichts. Ich muss jetzt warten, bis der hier mal aufgeladen ist. Ich könnte natürlich wieder mal ein bisschen nachhelfen, nämlich Redstone da reinfeuer. Das werde ich jetzt auch einfach mal tun. Dort rein. Ne, dort rein. Dort rein, dass die einfach ein bisschen Nachschub haben. Und sobald die... Ja, okay, das wird nicht so schnell voll sein. Und ja, es ist ein bisschen blöd im Moment noch. Aber bald werden wir genügend Sachen haben und dann... Dann wird alles einfach. Und mir fällt ein, ich brauche nochmal das gleiche, was ich anders habe. Eins und... eins. Sowie zwei von denen. Dann brauche ich vier Holz. Eins, zwei, drei, vier. Drei. Und zwei. Wir wissen ja schon, was das wird. Okay, und zwar platziere ich das mal dorthin. Sag dem. Ich muss sowieso die restlichen Materialien abholen. Deshalb kann ich das auch schnell hier craften. Crafting Logistic Pipe. Habe ich noch. Habe ich dann alles? Noch nicht. Jetzt habe ich alles. Dann bitte dorthin. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4. LV Transformer! Yippie! Und lernen. Und dann. Das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte. War nicht das, was ich wollte, habe ich gesagt. Ich musste erst noch hier meine zwei Circuits reintun, die ich bis jetzt noch nicht herstellen konnte. Electronic Circuit, bitte. Mal zwei.
In der Zwischenzeit dürften die schon recht weit sein. Ja, der eine ist ja schon fertig. Das ist ja der Instant Crafter, weil ja einer im System drin liegt. Fragt mich nicht warum, aber theoretisch ist es natürlich sinnvoll, wenn man da mehrere drin hat, fertig, dass man einfach, wenn man zwei Requests, die instant kommen, die anderen einfach nachproduziert werden. Ich finde das genial. Okay, 1, 2. Solar Panel! Yippie! Importieren. Okay, und ich werde jetzt einfach mal welche anfordern. Ein LV Transformer und dann einfach 1, 2. Okay, einer geht. Und dann geht mir das Kupfer aus. Stimmt, wir wollen doch mal schauen, wie das aussieht. Kupfer kommt und das Zinn kommt und das Glas und das Eisen und das Stahl und das Beton und das Rubber. Und gleich dürfte alles da sein, was wir brauchen. Und wupp, unsere Solarzelle ist da. Sehr schön. Gefällt mir. Daumen hoch für mich. Nein, ja, okay. Ich finde das einfach nur lustig. Für die Gerätschaft. Die mag ich nämlich. Kupfer! Ja, ich werde es einfach jetzt immer so ein bisschen nachliefern, bis ich da alles habe, was ich brauche. Okay, kann ich inzwischen anfordern? 10 Rubber. 12 Rubber habe ich, dann kann ich gleich den nächsten anfordern. Oh, wir kriegen auch Flint. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. 4 Refined Iron und 10 Rubber. Okay, ich brauche Rubber und Refined Iron. Refined Iron kriege ich ja am einfachsten durch das hier. Eisen, 56 Stück. So, einmal schön doppelt machen. Dass das immer noch so Wahnsinnsprobleme hat, das zu den hier zu. Ja, wegen dem, das ist so ein Problem. Theoretisch sollte ich da mal was dagegen machen. Ich weiß noch nicht, was bis jetzt. Oder machen wir es im Moment mal so. Oder so. Wie sieht's aus? Ach ja, Refined Iron habe ich ja gesagt, brauche ich erst noch. Die Maschinen kommen manchmal ein bisschen Probleme, das ist ein bisschen doof. Oh, wir kriegen Kupfer, sehr schön. Wie sieht's aus mit dem hier? 12. Sehr gut, die nächste Solarzelle ist fertig. Ich finde es immer cool, wenn man sieht, wenn man dann zum Schluss sieht, was man eigentlich braucht, wenn man mal die ganzen Supplier weglässt. Zum Beispiel, wenn die jetzt sagen, 1 und beim nächsten fehlen nochmal 10 Rubber. Da hier aber im Moment nichts geht, werde ich wohl oder übel aufnehmen und einfach in Redstone umwandeln. Redstone und das werde ich jetzt wirklich mal die Hälfte dort reinschmeißen und der Rest kommt dort rein. Gut. Sehr schön. Energie. Mit dem MFSU haut das nicht mehr hin. Das ist das Problem. Dann kann ich den vierten dazu tun. Fehlen ja nur noch 4 Stück. Und dann haben wir die Hälfte von unserem mittleren Array schon. Weil dann haben wir nämlich 4 Stück. Und dann muss ich überlegen, wie ich das erweitere. Aber ich glaube, dass ich einfach mal ein Stück Wire nehme. Von dem hier. Und dann kann ich da erstmal so lang, bis ich alle ab 8 habe, die verwenden. Und dann muss ich beim nächsten Mal die Config checken, dass ich da mal meinen Branch of Lossless Modus stellen kann. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als im Zweifelsfall die Sachen zurückzucheaten, was ich überhaupt nicht leiden kann. Eins und dann 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genauso viel, wie ich brauche. Perfekt. 33 weitere Scraps. 5 Scraps mehr als ich brauche. Okay. Okay, das nützt mir nichts. Die 5 Scraps kann ich eigentlich nichts mit anfangen. Weil ich den hier nicht schon wieder leer machen will. Das ist einfach das Problem. Weil, wenn ich da. Ja, ich könnte natürlich wieder leer machen, aber. Will ich eigentlich noch nicht. Schauen wir mal nach, was wir jetzt machen wollen. Okay, wie sieht's aus? Was brauche ich noch für ein Rubber mal 1. Damit kriege ich dann noch einen. Ich werde jetzt mal. Ich weiß noch nicht, soll ich das beschleunigen?
wie ich den nächsten baue. Danke. Und dann brauche ich wieder 10 Rubber. Es wird Nacht, das heißt, wir könnten eigentlich mal nach draußen schauen und unser Schwert in die Hand nehmen. Okay, da fliegt irgendwelche Steinzeugs rum. Wie sieht's denn hier aus? Ganz ordentlich, oder? Für den Anfang. Es funktioniert, aber es ist sehr, sehr mühselig. Mühselig. Selig. Wie auch immer. Da ist ein Skelett. Und wie sieht's mit meinem Quarry aus? Das ist ja eigentlich mal das Interessanteste überhaupt. Nicht ertrinken, Spinny. Was habe ich gesagt zu dir? Du sollst nicht ertrinken. Wo ist, ist da jetzt schon wieder irgendwo so ein Fehl? Habe ich da wieder auf eine Ranke nicht aufgepasst? Ja. Drecksbäume. Das habe ich, die hasse ich, diese dämlichen Bäume. Die bremsen den so aus. So. Okay. Wo ist der Skelett? Der hat mich doch eben anschießen wollen. Das regt auf. Okay, Leute, ihr wisst also, worauf man aufpassen muss. Boom. Es gibt noch einen Long-Range-Modus von dem Dings, der noch viel mehr Power hat. Da unten braucht er mich nicht mehr kümmern. Okay, auf jeden Fall dürfte der jetzt keine Probleme mehr machen mit dem Zeugs, weil ich nämlich sämtliches Holz entfernt habe. Aber für den Augenblick muss er doch nochmal hoch. Da haben wir sogar Squids in unserem Pool. Wow. Was war denn das jetzt eben? Das tut mir leid, aber das war irgendwie ein seltsamer Lag. So, denn stimmt, wenn man springt, ist es natürlich absolut tödlich, die Waffe hier. Für alles, weil dadurch der Schaden verdoppelt wird und das bringt ja sonst schon nahezu alles um. Die Waffe. Die schlechte Waffe hackt nicht. Tschakka! So, hu. Das hat sich ja jetzt richtig gelohnt. Richtig viel Energie verbraucht. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie komisch aus, aber ich ändere es jetzt nicht. Da rein bitte aufladen. Oh, stimmt, meine ganzen Sachen werden ja nicht mehr funktionieren. Haha. Ich glaube, ich sollte theoretisch mal die beiden anderen Maschinen deaktivieren, die ich im Moment noch nicht brauche. Okay, dann würde ich fast sagen, lad mal den hier bitte auf. Wir haben ja 200.000 EMCs drin. Oh, das dauert ewig, bis die 10 Millionen voll sind. 10 Millionen außerdem hat ein Nuklearreaktor. Dann ist es was anderes. Und da geht es sowas von derbs schnell. Komm schon. Stimmt, ich habe hier mehrere Stellen, wo ich meine Sachen aufladen kann. Es war ein bisschen doof, wenn ich da wieder die ganze Energie rausziehe. Aber das kümmert mich jetzt nicht mehr. Es ist immer noch nicht voll, jetzt ist es wieder voll. Sehr schön. 51 Rubber. So sollte das sein. 2, das heißt, ich brauche nur noch 2 weitere Solarpanels. Was brauche ich für 2 Stück? Gar nichts mehr. Passt ja. Hey, ah, da ist Mr. Ender. Man, Enderman und Enderman, Enderman ging um. Okay, das war ein bisschen übertrieben. Hallo Creeper! Ich weiß nicht, was die immer in dem Loch hier machen. Aber jedes Mal, ich schaue so runter. Grün. Moment. Tick-Tack. 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 Oh, scheiße, das ist ja ein Gegner. Das ist einfach lustig. Scrap! FTW! Haben wir alles, was wir brauchen? Wir haben wieder massenhaft Holz. Und Erde? Erde hat da nichts drin verloren in dem System hier. Erde muss ich da. Ah, wegen dem Mycelium, oder? Scheiße.
Das ist das Problem. Jetzt kapiere ich's, was das Problem ist. Jetzt verstehe ich das Problem. Das ist natürlich ein großes Problem. Verdammt großes Problem, um es genau zu sagen. Und damit haben wir unser nächstes LV Solar Array, das uns gleich mal bei der Versorgung helfen wird. Aber jetzt muss ich schleunigst die Erde hier rauskriegen. Den kann ich nämlich da überhaupt nicht drin ertragen. Oh, was will ich mit dem ganzen Scrap? So schnell produziert meine Anlage doch nicht. Was gibt's? Ne, auch Wooden Hoe. Toll. Naja, ich kann ja mal aufladen und das Zeugs da reinschmeißen. Gut. Wo bleiben die? Stimmt, ich wollte mein Solar Array aufs Dach tun. Wow, jetzt haben wir doch schon 40, nein, 8, 16, 32 EMC nicht. Energie pro Sekunde. Und bald sind wir so weit, dass, naja, okay, es ist halb so viel wie das mittlere liefert im Moment. Der ist halb voll. Natürlich könnte ich hier mal anmachen und da ein bisschen Energie raushauen. 18, 19, 20. Es geht zwei, tak, 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 wenn man, Dings hat. Wenn man den 512er hat, wenn ich aus meinem aus dem MFSU das rausziehen wird. Natürlich, der Trend jetzt hauptsächlich, die werden mittelversorgt. Der wird wieder gar nicht versorgt. Na toll. Ja, toll. Ich könnte da wirklich mal den Recycler ein bisschen aussortieren. Ja, die Versorgung scheint schon zu klappen. Auch wenn ich noch mehr Power brauchen könnte. Ja, wie viel Power kann ich einen bauen? Jo, kann ich welche bauen? Eins, zwei, eins. Okay, einen immerhin. Dann fange ich schon wieder an. Ich werde demnächst, sobald ich dann alle 8 habe, natürlich dann noch hier den Project Table schon mal vorbereiten dann für das nächste. Für einen Augenblick ist da erstmal ein LV Transformer drin. Wie sieht's aus? Oh, ein UU-Matter. UU-Matter, 5 von 7 vom ersten Teil. Ich brauche hier nur, was weiß ich, wie viel davon. Dum, dum. So, sehr gut. Ich habe jetzt sämtliches Rubber produziert, das ich produzieren kann für einen Moment. Es fehlt nur noch das Eisen. Eisen kann ich wieder mal anders produzieren. Eisen, ein Stack, das reicht für 8 Maschinen. Okay, machen wir einfach nochmal sowas. Und schauen wir mal nach draußen. Wie sieht es bei unseren Farmen aus? Die Farm sieht gut aus, die Farm da drüben ist viel zu lahm. Aber ich kann nicht sagen, warum. Mycelium wird auch im Moment noch recht wenig produziert, weil eben kein Weizen da ist. Ohne Weizen geht das halt nicht. Das sind so doofe Sachen, die so zusammenkommen, aber das Problem ist wirklich, dass die zu langsam sind. Ich habe nichts Wachstumförderndes. Ich könnte zwar was machen, aber da würde ich wahnsinnig viel Material verbrauchen. Zwei weiteren Scrap. Und sobald der weg ist, muss ich wieder meine Maschine ausschalten, weil ich sonst wieder Wahnsinnsenergieverschwendung habe. 6 Stück. Was kann ich mit 6 Stück schon alles herstellen? Nahezu verdammt viel. Wow, Lava und Zeus-Blocks und Lapis und Lianen. Ich könnte natürlich Lianen herstellen, aber wirklich bringen tut es das natürlich nicht. 5 Stück braucht für Mycel. Lium. Okay. Aber wir haben ja was Besseres, um Mycel zu kriegen. Und zum einen das hier, was aber ziemlich langweilig wäre. Deshalb werde ich das noch nicht machen. Energy Condenser. Ich könnte natürlich irgendwas kondensen lassen. Immer. Und das dann einfach verbrennen, aber. Ich denke, es wird Zeit, mal ein bisschen auf Red Matter aufzurüsten. Habe ich eigentlich hinter meinem Array schon einen Generator? Mal schauen. Nein, habe ich natürlich noch nicht. Okay. Ja, ich nehme, glaube ich, dann den normalen hier.
für einen Moment, um anzuschauen, wie viel ist denn der wert? 82.000, okay. Dann tue ich den mal wieder hier drunter und den hier drüber. 82.000, puh, das ist saumäßig viel. Da kommen wir aber noch hin. Für den Anfang lasse ich das erstmal sein. Ich finde das angenehm mit dem MFSU. Ich bin einfach zu doof, das auszusprechen. Wie sieht's denn aus mit, sobald ich das darüber habe, mit der Produktion von Solar Dingern. Das Problem ist, oder die sind so saumäßig teuer, weil die halt saumäßig overpowered sind. Wo habe ich denn? Ah, ich habe den schon wieder da drin liegen lassen. Ich Vollidiot. Kupfer, danke. Dann kann ich den wieder da rein tun. Es ist immer eine Freude, wenn man sieht, wie das dann irgendwann funktioniert alles. Und da geht uns schon wieder der Rubber aus. Rubber heißt, ich brauche mal einen Treater. Moment, ich rüste jetzt auf. Ich rüste jetzt auf das andere Ding auf. Und das ist dann, brauche ich einen Electrolyzer. Teleporter brauche ich nicht. Electric Engine nicht. Electrolyzer. Zwei Empty Cells. Ein Maschinenblock. Maschinenblock. Empty Cells. Da dürfte ich zwei noch drin haben. Dann einen von denen und okay. Eins von denen und vier von denen, oder waren das? Oder? Vier, ja, genau. Vier Stück bräuchte ich davon. Oh, ich habe zu viele EMCs, als dass ich das in dem Bereich runterbringen könnte. Da, Sticky Resin. Passt. Sticky Resin da rein. Ich brauche einfach mal sechs Stück für den Electrolyzer. Das haben wir ja bald. Drei Stück. Eins, zwei, drei. Und dann freue ich mich, sobald das alles funktioniert. Das könnt ihr mir glauben. Drei, sechs Stück. Ich werde jetzt das noch fertig. Ja, ich werde jetzt gleich einen Electrolyzer bauen. Das Problem ist, den aufzuladen. Der hilft MFEs. Ich glaube, die halten normalerweise Hochstrom aus. Normalerweise. Das heißt, es kann sein, dass ich gleich wieder alles wegsprengen. Oh, es kommt mal wieder Weizen rein. Sehr gut. Und natürlich Massen-Cobblestone. Ich hoffe, dass demnächst mal wieder was Cooles kommt. 13 Scrap kann ich mal wieder da reinhauen. Ich wollte doch vier Kabel haben. Vier Copper Cable. Danke. Kommt das bitte, bitte, bitte her? Komm schon. Komm. Danke. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Einen Electrolyzer haben wir noch nicht gebaut, deshalb werde ich ihn halt auch nochmal als richtiges Rezept bauen. Ah ja. Oder andersrum. So, da haben wir den Electrolyzer. Dazu brauche ich Water Cells. Wir wissen noch, wie man Water Cells herstellt, oder nicht? Ich brauche mal einfach 1, 2, 3, 4 Stück, glaube ich, brauche ich. Ich glaube, 4 Stück waren genügend. Dann brauche ich da. Ich kann das natürlich selbst auffüllen, oder ich sage einfach: Hey, füll du mir die bitte. Vor allem, da ich das sowieso produziere. Und die Still. Oh, wir sind voll. Wir produzieren mehr Fuel, als wir verbrauchen. Ich könnte wahrscheinlich wirklich einen zweiten Engine damit betreiben. Und täusche ich mich, oder sind wir in dem Part schon wieder saumäßig lang? Ärgerlich. Okay, 9, das dürfte vielleicht schon reichen. Ich sollte mich vielleicht schlafen legen, dass Energie reinkommt. Damit meine Maschinen wenigstens am Laufen sind. Oh, ich nehme jetzt wieder mal so viel im Voraus auf. Das ist utopisch, aber naja.
Ich wollte. Ah ja, genau, ich weiß, was ich wiederherstellen wollte. Ich weiß wieder, was ich herstellen wollte. Nicht. Ich weiß wieder, was ich herstellen wollte. Ah, nö. Schon wieder versaut. Ach, keine Ahnung. Wie sieht's. Ah ja, wir haben ja gesagt, dass Water Cells, bitte. Danke. Wasserzellen kann man in einem Electrolyzer rein tun. Ich habe es einfach daneben platziert. Okay, das passt. Wenn der hier voll wird. Single-Use Batteries gibt es auch hier auch irgendwo. Coal Dust. Habe ich noch Coal Dust? Nein, Coal Dust hätte ich gerne. Schwarzpulver. Coal Dust. 10. Was braucht man dafür? Ah, okay. 10 Redstone. Und dann brauche ich noch 10 Batterien. 10 Kabel. Das ist jetzt wirklich mal was, was ich unbedingt haben will. Habe ich noch nie vorher benutzt. Und ich habe auch keine Ahnung, wie viel Power die liefern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die etwas wenigstens liefern. 1 haben wir schon. 7 haben wir schon. 10 haben wir schon. Passt. 5, 6. Ja, okay. Dann schauen wir mal, wie viel die tatsächlich an Energieleistung haben. Eine einzige bringt fast gar nichts, oder? 8.000, 10.000 so rum. Tendenziell 0. Dass das so wahnsinnig viel braucht. Das Problem ist, solange das nicht fertig ist, läuft der noch. Ich muss unbedingt mal mehr Produktion haben. Quest 14 Rubber. Da verdoppel ich doch gleich mal, dann könnte ich gleich zwei bauen, oder? Und aufräumen, bitte. Danke. Ja, ich würde fast sagen, wir müssen es dann an der Stelle hier dann noch beenden. Bis dahin wünsche ich euch dann viel Spaß. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich das hoffentlich hier fertig habe. Da will ich dann den hier verbessern. Oder Moment, ja, okay, das werde ich beim nächsten Part machen. Das Upgrade zu dem hier, dass der auch mal ein bisschen schneller arbeitet. Bis dahin. Ja. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter und sagt warum. Und wenn ihr was Bestimmtes wissen wollt, schreibt es einfach hin. Wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, fühlt euch frei, dass ihr auch eine PN an mich schreibt. Ich werde das lesen und dann, wenn möglich, bearbeiten. Wahrscheinlich aber erst im nächsten Part. Ja, im übernächsten Part, weil ich den nächsten auch noch aufnehmen werde, wahrscheinlich. Bis dahin, wünsche ich viel Spaß.